Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag über Winterträume im hohen Norden. Mein Name ist Michelle Willimann. Ich bin hier bei Contiki Reisen, Produktmanagerin für die Winterprodukte in Skandinavien. Und ich freue mich heute mit Ihnen, trotz dem schönen Wetter für draussen, dürfen, ein bisschen in den Winter zu reisen. Meine Kollegin Susanne Zimmermann, sie betreut den Chat. Für den Fall, dass Sie Fragen haben während der Präsentation, dürfen Sie die sehr gerne in den Chat einschreiben. Sie wird alle Fragen, die ich beantworten kann, beantworten. Und ich tue dann am Ende der Präsentation die offenen Fragen auch beantworten. Und selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, am Ende der Präsentation noch weitere Fragen zu stellen. So, woher führt uns unsere Reiseroute heute Abend? Ich werde starten mit den Vorurteilen, die vielleicht gewisse an nordischen Winter haben. Und anschliessend werden wir nach Finnisch-Lappland reisen. Ich werde Ihnen etwas über die Destination im Allgemeinen erzählen. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie so die Heime sind. Der perfekte Ferienort, der auf Sie wartet. Was für verschiedene Möglichkeiten Sie nebst Blockhausferien auch noch hätten. Was für Aktivitäten Sie können unternehmen können. Und anschliessend reisen wir dann nach Nordnorwegen. Auch dort werde ich etwas über das Allgemeine erzählen, wie man unterwegs ist in Nordnorwegen. Über die Regionen von der Lofoten und auch über Tromsø werde ich noch etwas sagen. Dann, wie Sie die Heime sind in Nordnorwegen, was Sie dort können unternehmen und anschließend noch etwas zu uns als Unternehmen. Dann würde ich meinen, starten wir doch gerade mit dem ersten Vorurteil. Wir hören sehr oft, dass unsere Kunden denken, es ist immer dunkel im höheren Norden. Es ist keineswegs so. Zum einen möchte ich vorweg sagen, ein guter Freund von der Dunkelheit ist das Nordlicht. Aber es ist auch wirklich nicht die ganze Zeit dunkel. Ich habe Ihnen hier eine kleine Tabelle mitgebracht oder eine grössere, wenn man sie so anschaut. Wichtig sind vielleicht einfach die zwei fettdruckten Daten, die man vergleichen will. Es ist so, der kürzeste Tag im Jahr ist der 21. Dezember. Und zu dem Zeitpunkt hat man in Finnland nach wie vor 5 Stunden und 24 Minuten Tageslicht. Wichtig ist die Betonung auf Tageslicht und nicht Sonnenlicht. Tageslicht bedeutet, gerade in dieser Zeit um Dezember herum steigt die Sonne nicht über den Horizont. Die Sonne, die kommt wirklich so an den Horizont her und sinkt wieder. Das bewirkt, dass man kein direktes Sonnenlicht hat, aber eben gleich Tageslicht. Es ist so, im Januar ist es noch etwa gleich wie im Dezember und im Februar zieht es das schon wieder recht schön an. Da hat man schon wieder 8 Stunden Tageslicht und im März sind eigentlich Tage auch schon wieder gleich lang wie bei uns. Man muss sich das so vorstellen, dass das in dieser Zeit, wo die Sonne nicht über den Horizont steigt, eben so im Dezember und Januar, dass das einfach wirklich wunderschöne Farben verursacht, weil es wie eigentlich ein konstanter Sonnenauf- und Sonnenuntergang ist. Und durch das hat man wirklich, je nach Wetter natürlich, auch 5 Stunden wunderschöne Lichter. Das kann so aussehen, wenn es auch bewölkt ist. Das ist die sogenannte Camos-Farbe bei den Finnen. Die Zeit von der Polarnacht, eben, wo die Sonne nicht über den Horizont kommt. Und bei den Norwegern wird es einfach Polar Night genannt, also Polarnacht. Und das kann dann in Norwegen etwa so aussehen. Im Februar, März haben sie natürlich deutlich längere Tage. Ich persönlich finde auch gerade so im Januar eigentlich sehr eine schöne Reisezeit, weil die Farben in dem Sinn sehr einzigartig sind. Ich meine, wer kann schon behaupten, dass er 4 Stunden lang einen Sonnenauf- oder einen Sonnenuntergang geschaut hat? Ich hoffe, Sie können ein bisschen nachvollziehen, was ich meine. Also es ist wirklich nicht immer dunkel. Das zweite Vorurteil, neben der Dunkelheit, wo uns auch immer wieder erreicht, ist das Thema Kälte. Viele haben das Gefühl, dass es wirklich sehr, sehr kalt ist. Ich würde nicht sagen, dass wir warm haben im Winter. Wir sind schließlich im Winter und zudem noch im Norden. Ich habe auch hier eine kleine Tabelle mitgebracht. Vergleich von Svolvær in den Lofoten Norwegen zu St. Moritz, die Berge bei uns in der Schweiz. Und dann als weiterer Vergleich Rovaniemi in Finnisch-Lappland. Sie sehen, gerade in Norwegen sind die Temperaturen eigentlich sogar etwas wärmer als bei uns. Das liegt daran, dass wir dort an der Küste sind und durch das eigentlich auch sehr viel Wetterwechsel stattfindet. Gleichzeitig haben wir in den Lofoten den Golfstrom, der fließt
und durch das ist das Klima relativ gemäßigt. In Finnland sehen Sie jetzt hier minus 13, minus 12 Grad im Januar, Februar. Das ist eine Durchschnittstemperatur. Ich habe Ihnen auch noch ein Foto unten rein da von mir persönlich, wo ich im Winter in Finnland war. Wir haben minus 27 Grad gehabt. Also es kann auch mal kalt werden, so ist es nicht. Aber die Durchschnittstemperaturen sind wirklich nicht so kalt. Also sie haben nicht 4 Monate lang minus 27 Grad. Das kann aber auch mal vorkommen. Das A und so ist eigentlich einfach die richtige Kleidung. Wenn man sich richtig gekleidet hat, friert man eigentlich nicht. Und wenn man dann auch noch ein bisschen aktiv ist, so oder so nicht. Dazu gehört eine gute Schicht von Thermowäsche und Skiklamotten. Natürlich Handschuhe, Schallkappen, das sollte ja selbstverständlich sein. Und für Aktivitäten, wo man sich nicht so fest bewegt, wie zum Beispiel eine Motorschlittentour oder eine Husky-Safari, dort bekommen Sie einen Overall zur Verfügung gestellt vom Aktivitätenveranstalter. Und den legen Sie komplett über Ihre ganze Winterkleidung rein an. Man sieht ein bisschen lustig aus, man würde vielleicht nicht gerade einen Fashion Award gewinnen, weil man ein bisschen wie ein Michelin-Männchen unterwegs ist, aber man hat dafür richtig, richtig kuschelig warm und so friert man auch nicht, wenn es minus 25 Grad sind. Von dem her kann man da sich sicher auch gegen Kälte ein bisschen schützen. Natürlich haben Sie das nicht alles aufschreiben müssen. Wir schicken bei einer Buchung, wenn Sie Buchung bei uns platzieren, mit den Reiseunterlagen eine Packliste mitschicken, was Sie alles mitnehmen und was es in dem Sinn auch nicht braucht. Genau, das wäre es so ein bisschen zu den Vorurteilen, die Sie eventuell hatten. Ich hoffe, ich kann mit denen sicher aufräumen. Und dann würde ich meinen, dann sind wir jetzt bereit für unsere Reise nach Finnisch-Lappland. Ich würde zuerst noch kurz festhalten, wenn wir von Lappland selber würden reden, meinen wir eigentlich die gesamte Region oberhalb vom Polarkreis und umfasst insgesamt eigentlich vier Länder. Also Norwegen, Schweden, Finnland und auch ein Teil von Russland gehören zum Begriff Lappland. Wir reden heute aber über ganz spezifisch Finnisch-Lappland, die grösste Provinz von Finnland. Es ist wunderschön im Finnisch-Lappland, dass man unglaublich viel Natur hat und eigentlich gar nicht viele Menschen. Also sie haben dort wirklich den perfekten Ort, um die Natur in Ruhe zu geniessen. Man hat im Durchschnitt etwa 1,8 Einwohner pro Quadratkilometer und ca. 2 Rentiere. Also die Chance, dass sie ein Rentier sehen, ist fast ein bisschen höher, als dass man einen Einwohner trifft. So, Natur und Wetter. Es ist so, das Wetter in Finnland ist kälter als in Norwegen. Das haben Sie auf der Tabelle gesehen. Das liegt daran, dass wir nicht an Wassernähe sind und durch das auch nicht so viel Wetterwechsel kann stattfinden. Durch das hängt das Wetter ein bisschen mehr und es wird auch kälter. Was die Landschaft vor allem ausmacht, für alle, die schon mal gewesen sind, es hat sehr viele Wälder, das wissen Sie ja in dem Fall schon, und für alle, die gehen, es ist so, man hat wirklich Wald, Wald, Wald und keine Berge, also es hat wenige kleine Hügel, finden nennen die Tunturis, und die sind so maximal um die 800 Meter rum von der Höhe her, also sie haben wirklich keine Berge. Eigentlich auch schön, weil man muss mit den Schneeschuhen nie wirklich steil darauf. Und wenn, dann ist man sehr schnell auch oben und hat dann von dort aus auch eine wunderschöne Weitsicht. Und in Finnland ist es so, es fällt sehr viel Schnee in den Wintermonaten und darum können Sie sich das wirklich auch so wie ein richtiges Winterwunderland vorstellen, so wie man es auf dem Foto vorher auch gesehen hat mit den eingeschneiten Bäumen. Aber wie kommt man überhaupt nach Finnisch-Lappland? Kontiki-Reise hat verschiedene Charterflüge, das heisst, wir haben Flüge, die wir für uns gechartert haben, die nach Finnisch-Lappland fliegen. Und zwar jeden Samstag haben wir Flüge auf und retour von Dezember bis März. Wir haben ab dem Flughafen Zürich zwei Flughäfen in Finnisch-Lappland, wo wir anfliegen, und ab Genf noch einen Flughafen, wo wir anfliegen. Aber Sie kommen in dem Sinn von Ende Dezember bis Mitte März mit uns mit Direktflug in höheren Norden. Wenn Sie dann mal vor Ort sind, dann sind Sie natürlich irgendwo zu Hause. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihre Ferien gestalten können, je nachdem, was Sie wollen. Ganz typischerweise bucht man ein Blockhaus. Für vor allem Ferien an einem Ort sind sie eher stationär. Und natürlich besteht auch dort die Möglichkeit, das zum Beispiel noch mit einem Glasigloo-Aufenthalt oder einem Hotelaufenthalt zu kombinieren.
Für alle, die sagen, sie wollen eher ein bisschen unterwegs sein oder lieber in ein Hotel, natürlich gibt es auch diese Möglichkeiten. Man kann in ein Hotel, in eine kleine Lodge oder eben auch in eine Spezialunterkunft, wie zum Beispiel ein Glasiglu. Also da ist eigentlich in den Vorstellungen und Wünschen fast keine Grenzen gesetzt. Und ich bin mir sicher, man findet ihr das perfekte Zuhause für ihre Ferien in Finnisch-Lappland. Wichtig noch, gerade zu den Blockhäusern, weil es doch sehr ein beliebtes Reiseziel ist, so mit Blockhaus. Es ist sicher gut zu wissen, dass alle unsere Blockhäuser, die wir anbieten, über eine eigene Sauna verfügen. Sanieren ist ein grosser Teil von der finnischen Kultur und es gehört gerade auch für die Finnen wirklich einfach dazu, nach einem Tag verrissen in die Sauna zu gehen. Und natürlich, was auch dazu gehört, ist nach dem Saunieren in den Schnee rauszuhüpfen. Und in meinen Augen ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man dann mal in die Sauna kann und anschliessend in ein Eisloch. Ebenfalls ein sehr spannender Fakt über die Blockhäuser ist, dass die meisten Blockhäuser Finn oder einer Finnin gehören und als Ferienhaus genutzt werden. Darum ist jedes Blockhaus individuell eingerichtet und ausgestattet, auch wenn es von außen vielleicht gleich aussieht wie das Nachbarshäuschen. Und darum können wir auch nicht immer 100% sagen, ob jetzt in einem Blockhaus zum Beispiel ein Föhn vorhanden ist oder nicht. Natürlich wissen wir, Standardausstattung ist immer vorhanden, aber jeder tut halt sein Blockhaus ein bisschen individuell einrichten und ausstatten. Und das macht es auch irgendwie ein bisschen spannend und natürlich sehr authentisch. Damit Sie sich auch vorstellen können, wie so ein Blockhaus von außen und innen aussieht, habe ich hier noch ein paar Bilder mitgebracht, wo Sie die verschiedenen Eindrücke haben. Unten links sehen Sie zum Beispiel ein modernes Blockhaus. Auf der rechten Seite sind es eher rustikale Blockhäuser, das oben rechts im Rundholzstil. Also auch hier es gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Der perfekte Ferienort. Natürlich beraten wir Sie sehr gerne bei der Wahl für den perfekten Ferienort. Wichtig zu wissen ist vielleicht, wir haben an zwei Standorten in Eggeslompolo und Luosto Blockhausferien Gästebetreuer eigentlich. Natürlich auch für alle, die im Hotel sind. Das bedeutet, Sie sind während der Charterzeit, Dezember bis März, rundum betreut von unseren Gästebetreuer. Für den Fall, dass irgendetwas ist, haben Sie wirklich unsere Guides, die vor Ort für Sie da sind. Wir bieten natürlich nicht nur diese zwei Standorte an, wir haben auch noch andere Ortschaften mit ganz verschiedenen Eigenschaften. Aber da würde ich meinen, melden Sie sich doch einfach bei uns mit Ihren Vorstellungen und wir werden für Sie den perfekten Ferienort finden. Natürlich haben wir ganz viele andere Möglichkeiten, auch noch nebst Blockhausferien. Wir haben eben, wie schon angetönt, auch einzigartige Unterkünfte wie Glasiglus, Eishotels oder ganz schöne Zimmer mit spektakulären Aussichten. Man kann für die Abenteurer mehrtägige Husky-Touren unternehmen, wo sie von Hütte zu Hütte mit ihrem eigenen Hundeschlitten unterwegs sind. Sie können auch von Hütte zu Hütte mit Schneeschuhen laufen oder mit Langlaufski. Und für alle, die sagen, sie wollen auch noch etwas mehr sehen, kann man eine Rundreise machen, wo man auch mit Norwegen und oder Schweden kombinieren kann. Unterwegs sein kann man da auch ganz unterschiedlich Mietwagen, Transfer, öffentliche Verkehrsmittel. Ich würde auch hier meinen, finden wir den perfekten Vorschlag für Ihre Vorstellungen. Was kann man dann in Finnland alles unternehmen? Jetzt habe ich schon sehr viel erzählt über Finnland, aber was macht man so den ganzen Tag, den man hat oder die ganze Woche? Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Ich persönlich finde es auch einfach schön, in der Natur unterwegs zu sein. Aber natürlich eine ganz lässige Tour, die ich auch immer wieder sehr gerne mache, ist mit den Hundeschlitten unterwegs zu sein. Ganz ein lässiges Erlebnis, wie auch Motorschlitten fahren. Es ist etwas ganz Typisches für die Finnen. Also viele Finnen tauschen auch ihr Auto gerne mal ein gegen den Motorschlitten und sind so unterwegs im Winter. Also auch da finde ich, muss man fast mal ausprobiert haben. Schneeschuhwandern, einer meiner persönlichen Favoriten, können mit den Schneeschuhen durch den Schnee stapfen, durch die verschneiten Wälder. Das ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Das Schöne ist auch, wenn Sie bei uns ein Blockhaus buchen in Luosto oder Eggeslompolo, bekommen Sie gerade noch Schneeschuhe von uns geschenkt für die Woche. Also das heisst, Sie sind auch voll ausgestattet, um auch hier ein paar wunderschöne Erlebnisse zu haben.
Fatbike fahren, für alle, die gerne Velo fahren und für alle, die noch ein bisschen skeptisch sind vielleicht. Ich finde es etwas super Lustiges. Ja, lustig. Die Velo haben sehr dicke Pneu, damit man auch unterwegs sein kann im Schnee. Sobald aber der Pneu abrutscht, richtig Tiefschnee, dann ja, funktioniert es dann auch gleich gut und der ein oder andere Sturz könnte es auch mal geben. Das Schöne ist, sie fallen in den Tiefschnee, also weh tut sicher nichts, außer vielleicht Bauchmuskeln vor lauter Lachen. Also auch da E-Fatbike fahren sehr empfehlenswert. Auch sehr ein schönes Erlebnis, gerade auch mit Kind, ist der Besuch von einer Rentierfarm, wo sie noch eine Rentierschlittenfahrt machen und Geschichten und sonstige Fakten über die Rentiere und die Samis, die Ureinwohner von Skandinavien, erfahren. Sauna mit Eisloch, ich habe es schon angetönt, an verschiedenen Orten gibt es das Angebot, dass man Sauna mit Eisloch kombinieren kann und auch das würde ich Ihnen wirklich sehr ans Herz legen. Nordlichtjagd, natürlich, sie gehört dazu. Für den Fall, dass in Ihrer Woche gut Wetter ist und die Sonnenstürme stimmen, dann ist sicher auch ein Ausflug zum Nordlichter gesehen etwas absolut Magisches und Einzigartiges. Und darf man gar nicht vergessen, natürlich den Lieblingssport der Finnen, Langlauf. Für alle, die es schon mal gemacht haben oder auch für Anfänger, es gibt auch Kurse und sie können Material vor Ort mieten oder auch ihr eigenes Material mitnehmen und dann langläufeln. Sie sind in Finnland absolut am richtigen Ort für den Sport, weil sie wirklich unglaublich viele Kilometer spuren und da wird man nie müde. Es ist auch sehr lustig für die, die es das erste Mal machen. Ich habe am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und mittlerweile muss ich sagen, es macht mir also sehr viel Spass. Das waren jetzt einige Eindrücke zu Finnland. Ich hoffe, Sie haben da einen Eindruck bekommen. Wir reisen jetzt weiter nach Nordnorwegen im Winter. Sie sehen schon auf dem Bild, das ist deutlich ein Unterschied zu Finnisch-Lappland. Und zwar sind wir jetzt hier eben an der Küste unterwegs. Wir haben vor allem Inselregionen, die sehr, sehr spannend sind. Da reden wir von den Lofoten, Vesterålen, Senja. Und auch natürlich von der Küstenstädte wie auch von der Region Tromsø. Da gehen wir jetzt dann nach dem Slide aber auch noch ein bisschen deutlicher drauf ein. Wie kommen Sie überhaupt in die Region? Auch da haben wir einen Charterflug, jeweils am Samstag ab Zürich nach Evenes. Das liegt auf der Lofoten oder gerade Eingangs-Lofoten. Da reisen wir von Februar bis März. Sie sehen, es ist nicht so eine lange Zeit wie nach Finnland. Es ist so, das Wetter an der Küste in Norwegen ist nicht so berechenbar und gerade so im Dezember, Januar ist es noch nicht so sympathisch. Und darum starten wir hier die Saison erst im Februar. Da sind verschiedene Rundreisen möglich mit Auto, Hurtigruten, Postschiff, mit organisierten Transfer oder auch Slow-Travel-Möglichkeiten. Das heisst, Sie sind vielleicht an ein oder zwei Orten, um wirklich Zeit geniessen an einem Ort und sich wirklich auch entspannen. Das Klima im Winter ist relativ mild, das habe ich schon gesagt, aber es gibt durch die Küstenlage viel Wetterwechsel möglich. Da kann auch mal eine spontane Programmänderung nicht ausgeschlossen werden. Also es ist auch immer ein bisschen spannend und abenteuerlich, wenn man auf Nordnorwegen geht im Winter. Die haben durch die vielen Wetterwechsel aber auch sehr gute Bedingungen für Nordlicht. Also wenn es mal schlecht Wetter ist, kann es sehr schnell auch wieder gut Wetter sein. Und durch das erhöhen sich natürlich auch die Chancen für das Nordlicht. Die Landschaft an der Küste, Sie sehen es auch schon auf dem Foto, es ist nicht die gleiche dick verschneite Landschaft wie in Finnland. Man hat wirklich einfach mehr so ein bisschen Schneepuder, was aber auch wirklich gleichzeitig ein wunderschönes Bild zaubert. Natürlich, durch die Küstenlage deutlich weniger Wald wie in Finnland, aber da haben Sie dafür sehr beeindruckende Berge, wunderschöne Küsten und Tundra-Regionen. Unterwegs sind Sie auf verschiedene Arten, mit Mietwagen, mit organisierten Transfer für den Fall, dass Sie sagen, Sie wollen das Auto lieber stehen lassen, mit der Hurtigruten, eben einem Postschiff. Sie können die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Oder aber je nachdem, wie weit die Distanzen Sie wollen zurücklegen, kann man auch mal einen Inlandflug zunutze nehmen. Zu den Regionen selber. Das sind die Lofoten, wo der geile Kreis jetzt erschienen ist, auch, dass Sie wissen so ungefähr, wo wir uns befinden, wenn ich davor rede, die Vesterålen und auch Senja.
Zur Orientierung, dort wo das rote Kreuz ist, dort ist der Flughafen Evenes. Das Volvair selber ist der Hauptort der Lofoten. Und zwar ist das sehr ein kleines Zentrum mit einer schönen Hafenpromenade. Es ist der Anlegerpunkt für die Hurtigruten, also auch ein guter Ausgangspunkt, um noch mit dem Schiff etwas unternehmen. Und es ist der Standort, wo wir unsere Gästebetreuer haben, in dieser Zeit mit unseren Direktflügen. Was zeichnet die Inselregionen besonders aus? Sehr viele kleine Fischerdörfli finden sich unterwegs. Es ist nichts, wo sie wirklich grosse Städte haben, sondern wirklich alles ist klein und herzig. Sie haben hohe Berge, unglaublich zerklüftete Küsten mit sehr vielen Stränden, kleinen Stränden und wirklich auch weisse Strände. Und ich finde das einen unglaublichen Kontrast, den wir finden mit schwarzen Bergen, blauem Meer, weissen Sandstrand, Schnee. Es ist wirklich komplett anders als Finnland, aber auf seine eigene Art und Weise wirklich atemberaubend. Schlafen tun sie in Rohrbühr, Lodges, Ferienhäuser oder Ferienanlagen. Rohrbühr sind Fischerhäuschen, wo meistens, sie sind so typischerweise rot und die stehen immer am Wasser und die sind umgebaut worden. Ich habe sicher nachher auch noch ein Foto, wie so ein Rohrbühr aussieht. Und das ist sehr eine lässige Art zum Übernachten, weil es wirklich auch sehr authentisch ist. Aber eben, wir haben auch Lodges, Ferienhäuser, Ferienanlagen, ganz einen Haufen verschiedene Möglichkeiten. Je nachdem, was sie wollen unternehmen, wo sie unterwegs sind und natürlich, was ihre Vorstellungen sind. Hier auf dem Foto, das ist so ein Eindruck von der Lofoten und auf dem Foto sehen Sie gerade so die typischen Rohrbühr. Das sind eben die roten Fischerhäuschen. Manchmal sind sie auch gelb, aber typischerweise sind sie meistens rot. Und was sehr cool ist an Rohrbühr selber, ist, dass sie die Lage am Wasser haben, weil halt Fischerhäuschen logischerweise immer im Wasser nahe stehen müssen. Und durch das bieten sich auch meistens sehr eindrückliche Aussichten. Hier noch ein weiterer Eindruck, da was ich vorher gesagt habe, mit dem Schnee, den hohen Bergen und dem Wasser. Das ist wirklich sehr beeindruckend, die Region. Tromsø, das ist so die grösste Stadt in der Region von Nordnorwegen. Auch bekannt als Paradies vom Norden. Es ist eine Universitäts- und Kongressstadt. Sie ist sehr gross, sage ich mal. Das Zentrum ist zwar sehr übersichtlich, beschaulich. Sie haben zahlreiche Sehenswürdigkeiten, viele gute Kaffees und Restaurants. Man kann lädeln, Eis trinken und es ist auch ein guter Ausgangspunkt für viele Aktivitäten. Also ich finde auch, Tromsø ist sehr eine lohnenswerte Stadt zum mal besuchen. Für alle, die sagen, okay, so also ein, zwei Tage die Stadt tun gut, aber nachher doch noch etwas Entspannendes. Entweder nehmen sie den Weg Richtung Lofoten noch auf sich oder aber sie gehen ganz in die Nähe an Malangenfjord. Das ist ein wunderschöner Fjord, wo sie viel Ruhe haben, aber auch gleichzeitig die Rohrbühr direkt am Wasser. Also sie haben tolle Aussichten und gleichzeitig aber kein Grossstadttrubel, wo sie dann wirklich entspannen können und trotzdem auch viele Aktivitäten unternehmen. Also auch sehr eine schöne Kombination zu machen. Ihr Zuhause, ich habe es vorhin schon so ein bisschen gesagt, eben mit den Rohrbühr Fischerhäuschen, die umgebaut sind. Sie sehen jetzt hier gerade in der Mitte zwei Bilder von so einem Rohrbühr von innen. Sie sind je nachdem unterschiedlich gerichtet, manchmal ein bisschen mehr authentischer noch, ein bisschen rustikaler, manchmal auch ein bisschen moderner, sage ich mal, aber auf jeden Fall immer sehr heimelig. Was kann man unternehmen in Nordnorwegen? Natürlich können sie auch hier gewisse Sachen machen. Nicht ganz gleich wie in Finnisch Lappland. Man ist viel mehr auf dem Wasser unterwegs. Das ist irgendwie natürlich auch naheliegend, aber sie sind vor allem unterwegs, zum Beispiel auf Fischerausflüge, wo sie mitgehen, um selber zu fischen, wo sie aber auch Sightseeing-Touren machen, gerade so Wildlife-Safaris. Man hat eine unglaublich grosse Population an Seeadler in der Region von der Lofoten. Also es gibt auch viele Ausflüge, wo sie Seeadler beobachten können. Natürlich, je nach Jahreszeit gibt es auf den Westerollen, also eigentlich nördlich von der Lofoten, gibt es Möglichkeit für Walsafaris, auch von Tromsø aus, je nach Reisezeit. Gibt es genau die Walsafaris, Seeadler-Safaris, es gibt Elch-Safaris, es gibt ganz viele verschiedene Wildlife-Safaris. Sie können für die Sportlichen surfen in den Lofoten, natürlich mit Neoprenanzug und sie können kajaken. Auch das ist ein sehr lässiges Erlebnis, das ich Ihnen wirklich von Herzen empfehlen kann.
Das habe ich schon gesagt. Wildlife Safaris, Wal, Elch, Seeadler sind so die typischen Tiere, aber natürlich gibt es auch noch einen Haufen anderes. Aber da bin ich jetzt nicht die absolute Spezialistin, aber unsere Guides vor Ort, also die Tourguides von unseren Partnern, die können Ihnen dann ganz Haufen zum Wildlife in Nordnorwegen erzählen. Schneeschuhwanderungen, Schneeschuhe in Klammern, weil manchmal ist der Schnee so lala, manchmal ist es halt dann mehr eine Wanderung, je nachdem, wie viel es geschneit hat in den vorherigen Tagen. Aber auch hier natürlich mit den Bergen ein unglaublich schönes Erlebnis. Ganz klar, Nordlichttouren. Und für was sich die Region von der Lofoten ganz besonders auch anbietet, sind sogenannte Fotografietouren, wo sie mit Profis unterwegs sind und auch lernen, wie man die Kamera nutzt und richtig einstellt. Und dann können sie dann richtig, richtig tolle Ferienbilder schiessen, wo sie dann können zusammen mit tollen Erinnerungen und Erlebnissen mit heine. Jetzt habe ich ganz einen Haufen erzählt und Sie sind wahrscheinlich auch ein bisschen vielleicht erschlagen. Ich habe darum hier noch mal ganz eine kleine Aufstellung gemacht zu diesen zwei Regionen. Zum einen Nordnorwegen im Winter. Ich würde jetzt mal sagen, mehr ein bisschen abenteuerlich und spektakulär. Sie haben eben ein bisschen weniger Schnee, Meer und Küsten, Berge und Fjorde. Sie sind vor allem auch auf dem Wasser viel unterwegs, wenn Sie etwas unternehmen. Natürlich auch zu Land, aber doch auch wasserlastig und sie schlafen typischerweise in einem Rohrbü. In Finnisch-Lappland sind sie so ein bisschen, vielleicht ein bisschen gemütlicher unterwegs, aber natürlich trotz allem haben sie auch dort sehr viele wunderschöne Erlebnisse. Also gemütlich und erlebnisreich ist Finnisch-Lappland, wo sie wirklich auch viel Schnee dort erwarten. Unglaubliche weite, verschneite Wälder und die herzigen Hügel, wo man kann erklimmen. Sie haben typischerweise Sauna, das darf ich natürlich nicht vergessen. Das Schlafen in den Blockhäusern und Aktivitäten zu Land, weil wir ja in Finnisch-Lappland nicht wirklich auf dem Wasser unterwegs sind. Und wenn sie sind, dann vielleicht auf einem zugefrorenen See. Genau, das wäre so Zusammenfassung für den Fall, dass Sie nach wie vor noch nicht ganz sicher sind, wo Sie herwollen. Unsere Reiseberater können Sie da sehr gut beraten, was dann die perfekte Destination für Ihre Vorstellungen ist. Und für die, die ein bisschen länger Zeit haben, wieso auch nicht kombinieren? Auch das ist natürlich möglich. So. Ich habe noch etwas Kleines, das ich so in dem Sinne auch ankündigen darf. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir nächsten Winter als erstes Mal einen Direktflug von der Schweiz nach Nordisland haben mit Contiki. Und zwar auch in dieser Zeit Februar bis März. Das ist die optimale Reisezeit. Dazu bin ich aber nicht der Profi. Ich bin wirklich für Skandinavien zuständig. Meine Kollegin Aline Wokka, sie wird am 20. Juni den Online-Vortrag halten zu Nordisland im Winter. Also für den Fall, dass Sie sagen, ja, da würde ich jetzt auch noch einhören, dann würde ich Ihnen doch empfehlen, sich hier noch anzumelden. Meine Kollegin Susanne Zimmermann und stellt den Link nachher auch noch in den Chat rein. Falls sie es noch nicht gemacht hat, ich bin gerade nicht in den Chat hier, dann macht sie das sicher noch. Also für den Fall können Sie sich da sehr gerne noch anmelden. Ich weiss, ich kratze gerade so ein bisschen am Zeitlimit. Vielleicht haben Sie gleich noch ein, zwei Minuten. Ich werde nachher natürlich auch noch die Fragen beantworten. Ich könnte noch etwas sagen zum uns als Unternehmen, von was sie natürlich auch profitieren, nebst unserer Erfahrung, die wir schon seit sehr vielen Jahren haben und unserem Wissen, das wir sehr gerne mit unseren Kunden teilen. Sie haben die Contiki Tipp-App. Das sind alles Tipps gesammelt von all unseren Mitarbeitern. Wir sind alle selber enthusiastische Norden-Fans und sammeln sehr viele Tipps in dieser App für Sie. Und wenn Sie mit uns reisen, haben Sie Zugriff auf all unser Wissen und all unsere Geheimtipps. Und dann können Sie dann auch wirklich vor Ort in den Ferien noch ein gewisses Etwas geben, indem Sie mal noch so einen von unseren Profi-Tipps testen. Wir haben, je nachdem, wo Sie herreisen und was für eine Reise Sie buchen bei uns, auch eine Contiki-App. My Contiki-App heisst sie. Ich muss das da richtig sagen. Und zwar ist das unsere App, wo wir unsere Reiseunterlagen neu digitalisiert haben. Das ist ein bisschen abhängig davon, eben, was für eine Reise Sie buchen. Auf jeden Fall profitieren Sie, egal ob jetzt in Papierform oder digital, von sehr detaillierten und ausführlichen Reisedokumenten, die Sie perfekt für Ihre Ferien vorbereiten. Wir haben während der Hauptsaison im Sommer und Winter unsere Gästebetreuerinnen 24 Stunden vor Ort für Sie. Für den Fall, dass irgendetwas ist, sind unsere Gästebetreuer immer gerne für Sie da.
Unsere Direktflüge, zu denen habe ich ja schon viel erzählt. Und der Kontiki-Nordlichtalarm, für den Fall, dass Sie während der Nordlichtzeit mit uns im höheren Norden unterwegs sind, profitieren Sie von einem Alarm, der durch unsere eigenen Kameras gesteuert wird. Für den Fall, dass irgendwo am Himmel Ihrer Nähe Nordlicht tanzt, werden Sie von uns alarmiert. Und so verpassen Sie sicher kein Nordlicht. Wir sind auch sehr engagiert für eine nachhaltige Zukunft. Wir arbeiten mit unserem internen Team zusammen, das wirklich für Nachhaltigkeit geschult und auch ausgestattet ist. Das ist jetzt das falsche Wort, das kommt mir gar nicht in den Sinn. Aber sie sind die Profis in der Nachhaltigkeit und sie haben für uns viele Nachhaltigkeitsziele entwickelt. Also mit uns haben sie auch wirklich einen Reiseveranstalter, der sich sehr engagiert für die Nachhaltigkeit. Uns ist es wirklich sehr wichtig, weil eine intakte Natur und ein nachhaltiges Produkt ist auch unsere Zukunft. Und darum können Sie hier beruhigt sein. Für den Fall, dass Sie mehr Informationen wollen, haben wir also auf unserer Internetseite auch noch ganz einen Haufen Details. Und selbstverständlich tun wir auch gerne Ihre Fragen zum Thema Nachhaltigkeit immer sehr gerne beantworten. Jetzt habe ich unglaublich viel geschwätzt und darum würde ich jetzt meinen, ich beantworte sehr gerne noch die Fragen. Ich schaue gerade mal kurz in den Chat ein, für den Fall, dass noch irgendeine Frage rum ist, wo noch keine Antwort bis jetzt gekommen ist. Und jetzt haben Sie auch in dieser Zeit, als ich da mal kurz den Chat durchlese, gerade noch Zeit, um Ihre Fragen in den Chat einzuschreiben. Ich danke Ihnen jetzt schon mal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für die Zeit. Und ich hoffe, dass Sie ein bisschen etwas haben können lernen und auch mitnehmen. Und ich würde mich sehr freuen, Sie dann irgendwann mal im höheren Norden dürfen zu begrüßen. Genau, und jetzt schaue ich doch da gerade mal in den Chat rein. Kurz einen Moment. So. Also. Ah, ich sehe, da sind sogar Dankeschöns auf Finnisch gekommen. Gitas, genau, für alle, die es auch sehen im Chat in der Gitas, heisst Danke auf Finnisch. So schön. Also, wenn man ein Finnisches Wort kann, ist man in Finnland so, das ist schon fast praktisch heimisch. Die umarmen einem schon fast Finnen, wenn man auf Finnisch antworten kann. So, also. Danke an alle, die da so schöne Lob eingestellt haben. Danke vielmals. Es freut mich natürlich sehr. Es ist ja schön zu lesen, dass ich meine Freude am Produkt und an der Destination so überbringen kann. So, jetzt sehe ich gerade die Frage. Also, zu den Ausflügen im Voraus gebucht werden. Also, wir würden Ihnen wirklich empfehlen, dass Sie Ausflüge im Voraus buchen. Vor allem die Ausflüge, die Ihnen wichtig sind. Für den Fall, dass Sie sagen, ja, ich möchte spontan schauen, es ist mir auch nicht so wichtig, kann man das immer noch vor Ort anschauen. Aber gerade Ausflüge wie Husky-Safaris und auch Rentierausflüge, gerade so die Tierausflüge, die sind immer sehr schnell ausgebucht. Wirklich, da würde ich Ihnen empfehlen, im Voraus vor Ort muss man dann schon sehr flexibel sein und wenn, dann hat es auch nur noch Restplatz und wenn wir so ein bisschen mehrere Leute sind. Also Sie hören vielleicht schon raus. Ich würde Ihnen wirklich empfehlen, das im Voraus zu buchen. Genau, für den Fall, dass eben, Sie können uns sehr gerne mal fragen, dann können wir Ihnen da auch noch sagen, welche Ausflüge vielleicht vor Ort mehr Platz haben, zum Beispiel mal Durchschlittentour. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wenn Sie flexibel sind, kann man das immer noch vor Ort machen. Im Grundsatz, ich empfehle es Ihnen wirklich im Voraus. So, die Auslastung in den Restaurants zwischen Weihnachten und Neujahr in Ross und Eggeslampolo. Man findet eigentlich schon noch ein Plätzchen. Es kommt jetzt gerade so darauf an, ob Sie natürlich auch sagen, Sie wollen am 31.12. in ein Restaurant. Dann empfehlen wir natürlich auch wirklich im Voraus ein Restaurant zu reservieren und einen Platz. Da können wir Ihnen auch sehr gerne Restaurantempfehlungen angeben, wo man was kann essen kann. Wir kennen das Restaurant in der Region sehr gut. Wir essen auch, die meisten bei uns essen sehr gerne, darum wir sind hier absolute Profis, was das Restaurant anbelangt. Sonst Auslastung, man findet sicher immer ein Plätzchen, wenn man ein bisschen flexibel ist. Aber im Grundsatz, wenn Sie so oder so wissen, wenn Sie wo wollen gehen essen, dann würde ich eine Reservation im Voraus empfehlen. Dann sind Sie abgesichert und es wartet in dem Sinne auch keine Überraschung mehr auf Sie vor Ort. Genau. Ich hoffe, das hat die Frage so oder beide Fragen ein bisschen beantworten können. Und sonst gerne gerade noch mal kurz nachfragen, falls ich noch irgendetwas da ein bisschen unklar formuliert habe. Für den Fall, dass noch irgendjemand anderes Fragen hat, auch sehr gerne noch in den Chat rein. Danke vielmals.
Gut, dann ich sehr gerne ausrichten, Herr Sigrist. Zum Januar in Nordnorwegen. Es kommt ein bisschen darauf an, was Ihre Pläne sind. Es ist einfach so, Januar gerade zum Umreisen mit Auto zum Beispiel, empfehlen wir jetzt nicht unbedingt. Die Tage sind eher kurz, was nicht im Grundsatz ein Problem ist. Aber es ist vor allem auch so, dass Sie gerade in Nordnorwegen mit viel Wetterwechsel so ein bisschen haben, wenn wir es so formulieren. Und wenn es dann wirklich auch noch viel dunkel ist und gleichzeitig nicht gut Wetter. Das ist einfach nicht angenehm zum Fahren. Man kommt vielleicht auch ein bisschen in Stress, wenn man mal ein bisschen Distanz zurücklegen muss. Und das ist auch so in Nordnorwegen. Man darf die Distanz auf keinen Fall unterschätzen. Wenn Google Maps sagt, man hat 2,5 Stunden, dann kann das bedeuten, dass man in Worab vielleicht gleich 3 bis fast 3,5 Stunden hat. Weil je nachdem sind die Strassen nicht perfekt gemacht oder es führt irgendwo durch, wo effektiv nicht so schnell gefahren werden kann, wie Google Maps meint oder so. Also dort sind wir wirklich vorsichtig. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen einfach auf Tromsø zum Beispiel oder einfach in ein Resort, in eine Lodge, eine Woche Aufenthalt machen und dann so ein paar Ausflüge, dann können Sie auch im Januar gehen. Aber auch dort natürlich eben der Wetterwechsel, der kann schon mitspielen. Gerade im Januar kann man auch ab und zu mal einen Schneesturm haben. Das kann im Februar natürlich passieren, so ist es nicht. Da eben im Januar, da wäre ich einfach wirklich, tun Sie ein bisschen ruhigere Ferien andenken, wenn dann nicht zu weite Strecken eindenken und so ein bisschen von der Planung her ein bisschen langsamer reisen. Eben so ein bisschen Slow Travel würde ich mal behaupten. Sie können aber sehr gerne einfach Ihre Vorstellung an Ihre Reise mal bei uns platzieren, wenn Sie wollen gehen, was Sie wollen sehen, was Sie wollen machen. Und wir tun Ihnen nachher eigentlich unsere Empfehlungen oder was, wie wir es würden gestalten, natürlich dann vorschlagen und Ihnen einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Und da finden wir sicher zusammen die perfekte Lösung für den Fall, dass Sie sagen, Sie haben nur im Januar die Zeit. Ich hoffe, dass Sie die Fragen so klein beantworten können. Für den Fall, dass Sie jetzt gerade noch etwas genauer wissen wollen, können Sie gerne mal kurz in den Chat einschreiben. Und sonst würde ich Ihnen empfehlen, auch einfach mal morgen oder nächste Woche bei uns im Büro anzuhören und nachzufragen. Und dann können wir Ihnen da sehr gerne weiterhelfen. Genau, ja, und jetzt sehe ich gerade einen Kommentar, nicht schnell fahren in Norwegen. Das ist absolut so. In Norwegen, es ist nicht ganz wie in Finnland, das ist schon so ein bisschen anspruchsvoller zum Fahren, sage ich mal. Finnland geht sehr, sehr gut. In Norwegen hat man sehr viele Kurven und auch vielleicht ab und zu mal ganz kleine Eisflächen. Und darum ist dort wirklich sich an die Angaben von den Strassenschildern zu halten und vielleicht sogar ein bisschen langsamer zu fahren, auch wenn dann die Norweger zum Teil überholen. Aber da würde ich Ihnen wirklich auch empfehlen, nicht zu schnell fahren in Norwegen. Natürlich auch nicht in Finnland. Man hält sich immer an die gesetzlichen Grenzen. Für den Fall, dass noch jemand Fragen hat, dürfen Sie nach wie vor sehr gerne noch in den Chat schreiben. Danke, auch Ihnen einen schönen Abend und in dem Fall einen guten. Schön, sind Sie dabei gewesen. Also ich bin jetzt noch ein paar Minuten da, für den Fall, dass noch irgendjemand Fragen hat. Wie gesagt, dürfen Sie sehr gerne in den Chat einschreiben. Und für alle, die jetzt auch gehen zu Nacht essen oder gehen kochen, dann wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend. Schön, sind Sie dabei gewesen. Danke für Ihre Zeit und ich freue mich, wenn wir Sie dann ein anderes Mal im höheren Norden dürfen begrüßen, wo wir einen anderen Vortrag oder natürlich auch mal bei uns im Nordland-Center hier in Baden zur Beratung oder auch telefonisch. Wie auch immer, wir freuen uns auf jeden Fall auf Sie.
Sehr gern geschehen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. So, ich sehe jetzt nichts mehr so, wo in den Chat reinkommt. Gang mal davon aus, dass alle aktuellen Fragen mal so in dem Fall geklärt sind. Für den Fall, dass noch Fragen bestehen, wie gesagt, melden Sie sich gerne bei uns per E-Mail oder per Telefon und wir helfen Ihnen sehr gerne weiter. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Abend, eine gute Zeit und ich würde mal sagen, bis gleich.